Danke, Herr Präsident. Liebe Abgeordnete, wer die öffentliche Debatte in den vergangenen Tagen verfolgt hat, der konnte erleben, wie emotional das Thema Pflanzenschutz ist. Ich verstehe die Sorge der Bürger in unserem Land, aber auch nicht nur bei uns in Deutschland, die sich Sorgen um ihre Gesundheit und auch Sorgen um die Umwelt machen. Und gerade weil wir die Sorgen ernst nehmen, gerade deshalb müssen wir das Thema auf Basis von Wissen und nicht auf Basis von Emotionen behandeln, denn nur das bringt langfristig auch Sicherheit. Warum brauchen wir überhaupt Pflanzenschutz? Zum Glück hat niemand mehr von uns mehr die Zeit erleben müssen, in denen schlechtes Wetter oder Schädlinge in Deutschland eine Hungersnot auslösen konnten, in denen es oft zu wenig Brot oder Kartoffeln gab, um Menschen schlichtweg satt zu machen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es bei uns jederzeit überall zu günstigen Preisen verfügbare Nahrungsmittel gibt. Und wir vergessen manchmal, dass es bei dem modernen Pflanzenschutz genau darum geht, viele Gefahren für die Ernte abwehren zu können. Die Ernte, die für die Mittel zum Leben, nämlich für unsere Lebensmittel, da ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab auch Zeiten, auch das gehört zur Wahrheit dazu, in denen es beim Pflanzenschutzmitteleinsatz hieß, viel hilft viel. Die Zeiten sind zum Glück in den meisten Teilen Europas vorbei. Wir werden den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel weiter reduzieren und gleichzeitig unsere Ernte auch sichern. Wir nehmen die Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt noch stärker in den Blick. Neonicotinoide, man kann sie auch abkürzen, Neonix, das ist unfallfreie, das sind Insektizide. Es gibt davon abgrenzend Herbizide. Und ich möchte einen Blick auf die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, werfen. Sie kommt zum Schluss, dass die drei Wirkstoffe aus der Gruppe der Neonicotinoiden für Bienen und andere Bestäuber ein unvertretbares Risiko darstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es hier an dieser Stelle bei meiner Regierungserklärung gesagt, Bienen sind systemrelevant und was der Biene schadet, muss vom Markt. Deshalb werde ich in Brüssel dem Anwendungsverbot dieser Wirkstoffe in Freiland zustimmen. Und genau deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen und verehrte Vertreter der Grünen, ist Ihr Antrag überholt und auch überflüssig. Sie müssen die Bundesregierung nicht auffordern, eine Haltung zu finden oder in Anspruch nehmen, dass der Bundestag etwas formulieren muss, damit die Bundesregierung ein Mandat übernimmt oder einnimmt auf europäischer Ebene. Wir haben schon längst, und da bin ich sehr froh, auch die Kollegin Schulze ist heute auch dabei der Debatte. Wir haben uns klar darauf geeinigt, dass wir dem Vorschlag der EU-Kommission folgen möchten, weil sie auf dem wissenschaftlichen, auf der Basis der EFSA beruht. Und deshalb ist der Antrag auch überflüssig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist im Interesse der Natur, aber auch im Interesse der Landwirtschaft, denn auch sie ist auf die Bestäubungsleistung der Bienen angewiesen. Die wissenschaftliche Bewertung ist für mich dabei das Ausschlaggebende, und das nicht nur, wie bei einigen hier im Haus, wenn es gerade der eigenen politischen Agenda oder zur Überzeugung passt. Doch was viele außer Acht lassen, ich meine, wir müssen weiterschauen. Es sind zwei Punkte. Wir müssen erstens, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über den Schutz der Insekten sprechen, das Ganze und nicht nur einen kleinen Teil in den Blick nehmen. Ich habe gestern mit meiner Kollegin Schulze vereinbart, wir haben uns ausgetauscht, dass wir beim Insektensterben gemeinsam Hand in Hand ein Monitoring auf den Weg bringen wollen. Und uns ist wichtig, nicht Scheuklappen anzuhaben. Natürlich ist die Landwirtschaft. Sie muss ihren Beitrag dazu leisten. Und da sind wir in vielversprechenden Gesprächen mit der betroffenen Branche. Aber das reicht nicht, nur den Finger Richtung Landwirte zu zeigen. Wir müssen auch über weitere Faktoren wie Lichtverschmutzung oder die Gestaltung öffentlicher Flächen sprechen. Denn auch das hat einen großen Einfluss auf die Insekten. Und nur wenn man das Ganze im Blick hat, dann ist man auch glaubwürdig. Deshalb wird die Bundesregierung ein umfassendes Aktionsprogramm zum Schutz der Insekten auflegen. Und zweitens, wenn die Bauern Wirkstoffe beim Pflanzenschutz verlieren,
dann brauchen Sie auch Alternativen. Ohne Pflanzenschutz, ob sie chemisch sind oder nicht, geht es nicht. Und übrigens auch nicht im ökologischen Anbau. Auch das wissen Sie. Deshalb werden wir die Zulassungsbehörden personell verstärken, um schneller zu modernen, risikoärmeren Mitteln zu kommen. Und wir werden die Erforschung von Alternativen unterstützen, da massiv investieren. Und wir haben auch eine Chance bei dem Thema digitaler Wandel, Präzisionslandwirtschaft, dass wir Pflanzenschutzmittel der Menge nach reduzieren, indem wir sie präzise dort aufbringen, dort, wo wir sie auch brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die umwelt- und naturverträgliche Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wird Teil der Ackerbaustrategie sein, die wir gemeinsam auflegen werden. Und die Ackerbaustrategie wird sicherstellen, dass wir die Fruchtbarkeit unserer Böden und die Biodiversität schützen, der Pflanzenbau sich für unsere Bäuerinnen und Bauern auch gleichzeitig lohnt. Denn, das will ich auch sagen, wenn wir Getreide, Gemüse und Obst nur noch importieren, dann haben wir auch keinen Einfluss mehr darauf, wie sie produziert worden sind. Und unsere Familienbetriebe, ich will nicht, dass unsere Familienbetriebe die Hoftore schließen müssen. Insofern will ich zusammenfassen. Die Bundesregierung hat eine klare Haltung. Was der Biene schadet, kommt vom Markt. Wir werden dem Kommissionsvorschlag auf europäischer Ebene zustimmen. Und ich sage auch verantwortungsvoll als Landwirtschaftsministerin, die Bauern sind nicht an allem schuld. Sie werden ihren Beitrag leisten. Wir müssen alles in den gesamten Blick nehmen und auch ermöglichen, dass Landwirtschaft in Deutschland weiterhin möglich bleibt, damit wir wissen, wie produziert wird. Und das geht nur, wenn wir einen Blick auf die heimische und regionale Produktion haben. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, herzlichen Dank für Ihren Beitrag zu den Neonixen. Als nächstes für die AfD-Fraktion der Kollege Stefan Potschka.